Hallo, ich stelle euch heute den Fall Johnny vor. Johnny besucht die 5. Klasse in einem sonderpädagogischen Förderzentrum. Ich arbeite als Klassenleitung. Zunächst beschreibe ich die schulische Situation, den Leistungsbereich und den sozialen Bereich und danach schildere ich die häusliche Situation. Johnny ist seit Beginn seiner Schullaufbahn am SFZ aufgrund von Auffälligkeiten im Kindergarten, besonders im sozialen Bereich. Dort hatte er schon immer Konflikte mit anderen Kindern und Erziehung und die Regeleinhaltung fiel ihm schwer. Man hat ihn dann damals gleich in die DFK eingeschult. Im Moment zeigt er massive Auffälligkeiten im Lesen und im Schreiben und Rechtschreiben und freies Schreiben verweigert er sogar. Leistungsmäßig liegt er ansonsten aber im oberen Bereich der Klasse, kann vernetzt und logisch denken und hat laut Gutachten eine durchschnittliche Intelligenz. In Bezug auf die Leistung traut er sich wenig zu, ist aber in Mathematik motiviert und engagiert, hat ein großes Weltwissen und kann sich sprachlich sehr gut ausdrücken. In der Einzelarbeit fällt auf, dass er sehr verträumt ist und ein extrem langsames Arbeitstempo hat. Die Konzentrationsfähigkeit, die ist kurz, also er kann sich nur über einen kurzen Zeitraum konzentrieren und ist extrem leicht ablenkbar. Die Schule findet er doof und er äußert auch permanent, dass er ja nur ein Doofi sei. Häufig kommt er zu spät zum Unterricht und die Hausaufgaben hat er meistens nur unvollständig. Im sozialen Bereich fällt auf, dass er den Unterricht permanent stört durch unangemessenes Verhalten. Der Johnny steht auf, läuft herum, schreit rein, ruft dazwischen und ist auch im Kontakt mit seinen Mitschülern sehr, sehr auffällig und übergriffig. Bei Mitschülern, die er nicht so gerne mag, nimmt er unangemessenen Körperkontakt auf, das äußert sich in Schubsen und in Anspucken. Im Klassenverband ignoriert er die Klassenregeln und ist aber gegenüber der Lehrkraft meistens freundlich, aber auch manchmal verbal aggressiv, insbesondere dann, wenn es um Überforderungssituationen geht. Dann beschimpft er die Lehrkraft und zeigt sich wenig Einsicht. Mit Kritik kann er sehr schwer umgehen und er kann sie auch gar nicht annehmen. In der Pause orientiert er sich an ältere Schüler vorwiegend, also so ab der 7. Klasse, und versucht, die zu imitieren. Häufig droht er, dass er nicht mehr in die Schule kommt und die anderen schon sehen werden, was noch passiert. Im häuslichen Bereich sieht es beim Johnny so aus, dass sich der Vater vor 2 Jahren von der Familie getrennt hat und jetzt mit seiner neuen Partnerin weit entfernt von der Familie lebt. Es besteht kein Kontakt mehr zur Ursprungsfamilie und der Johnny leidet sehr unter der Situation. Die Mutter ist berufstätig als Arzthelferin und hat unregelmäßige Arbeitszeiten. Es gibt noch 2 jüngere Schwestern, die die Regelschule in der 1. und 3. Klasse besuchen und dort sind sie im Ganztag untergebracht. Johnny ist daheim auch teilweise unbeherrscht und impulsiv, das erzählt die Mutter. Er schreit und schlägt die Türen und es reichen auch schon Kleinigkeiten aus, dass er auf die Palme geht. Seine Schwestern versucht er zu erziehen und maßregelt diese ständig, was natürlich zu weiteren Konflikten führt. Gegenüber der Mutter zeigt er sich häufig respektlos und beschimpft sie mit Ausdrücken. Auf der anderen Seite aber zieht er sich auch zurück, sitzt dann stundenlang in seinem Zimmer, wirkt verträumt oder ist auch nicht ansprechbar. Die Mutter glaubt, dass eine Regelbeschulung aus logistischen Gründen für den Johnny besser wäre. Wenn wir jetzt die Situation anschauen, sind in dem Fall hauptsächlich der Johnny betroffen, die Lehrkraft und die Klasse, aber auch die Familie, also die Mutter und die Schwestern. Aus dem Fall kann ich 6 Hypothesen herauslesen. Die erste Hypothese wäre ADHS. Ich gehe dann gleich näher drauf ein. Die zweite Hypothese die Pubertät. Die dritte Hypothese die Traumatisierung. Bei der 4. Hypothese würde ich die Über- und Unterforderung ansprechen. Die 5. Hypothese wäre die Legasthenie und die 6. Hypothese die Störung des Sozialverhaltens.
Wenn ich die Hypothese ADHS betrachte, würde dafür sprechen, dass der Johnny in der Einzelarbeit verträumt ist, dass er ein langsames Arbeitstempo hat, dass er sich sehr schwer konzentrieren kann und extrem leicht ablenkbar ist, aber auch zu Hause sich zurückzieht und auch dort zeitweise verträumt wirkt. Dagegen spricht, dass diese Anhaltspunkte für das unkonzentrierte Verhalten im Kleinkindalter wahrscheinlich eher weniger vorhanden sind oder es finden sich keine Anhaltspunkte und dass die Einsichtsfähigkeit bei Konflikten fehlt. Außerdem zeigt er auch impulsive Störverhalten, was bei ADHS eher weniger gezeigt wird. Deswegen würde ich diese Hypothese verwerfen. Die zweite Hypothese, die Pubertät. Die Pubertät beginnt ab dem Alter von 12 Jahren. Das wäre beim Johnny wahrscheinlich so der Zeitpunkt, wo er sich in der Umstellungsphase befindet. Er hat Stimmungsschwankungen, Rückzugsverhalten zu Hause, Wegdriften im Unterricht. Er orientiert sich an älteren Schülern und er zeigt Drohgebärden. Also er sagt, dass er nicht mehr in die Schule kommt, dass die Familie schon sehen wird, was passiert. Da könnten gegebenenfalls auch suizidale Gedanken dahinter stecken. Das würde ich im Moment aber nicht überbewerten. Ich denke, dass die Pubertät auf jeden Fall die Problematik verstärkt und deswegen mit berücksichtigt werden muss. Die dritte Hypothese ist die Traumatisierung. Für die Traumatisierung würde sprechen eine Trennung der Eltern vor kurzer Zeit, dass kein Kontakt mehr zum Vater besteht, worunter der Johnny ja sehr leidet und dass er eine negative Gedankenspirale hat, er sei ein Doofi. Dagegen spricht, dass keine wiederkehrenden Gedanken oder Schreckhaftigkeit beim Johnny erkennbar sind. Das sind also so typische Zeichen von einer posttraumatischen Belastungsstörung oder auch von einer Traumatisierung, dass die Reizbarkeit und Wutausbrüche, die bei einer Traumatisierung beobachtbar sind, nicht erst seit der Trennung der Eltern besteht, sondern dass das ja eine Symptomatik ist, die sich schon im Kindergartenalter gezeigt hat und dass es auch keine Aussagen über Ein- und Durchschlafstörungen oder über eine erhöhte Vigilanz, also Wachsamkeit gegenüber bestimmten Situationen gibt. Insofern würde ich diese Hypothese verwerfen. Die vierte Hypothese waren die kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne von Über- bzw. Unterforderung. Da kann man eher von einer Unterforderung ausgehen. Der Johnny ist leistungsmäßig im oberen Bereich der Leistungen, abgesehen eben von Deutsch und da insbesondere Rechtschreiben. Das würde ich dann beim Punkt Legasthenie nochmal aufgreifen. Er ist motiviert in Mathematik, er hat ein sehr großes Weltwissen, kann sich sprachlich gut ausdrücken. Im Moment finden sich in dem Fall aber zu wenig Hinweise auf die vergangene Diagnostik und die Klassensituation. Er ist jetzt schon in der 5. Klasse und es ist zu hinterfragen, warum da früher noch nichts gemacht ist. Das würde ich dann in den Interventionen nochmal aufgreifen. Also diese Hypothese kann ich im Moment weder bestätigen noch verwerfen, aber man muss es auf jeden Fall im Fokus behalten. Die fünfte Hypothese, die ich aufstelle, ist die Legasthenie. Hier hat der Johnny massive Probleme im Schreiben und Rechtschreiben. Er zeigt gute Leistungen in anderen Fächern und hat eine durchschnittliche Intelligenz. Das wären also Kriterien, die schon mal für eine Legasthenie, also eher für eine isolierte Rechtschreibstörung sprechen. Zum Bereich Lesen finden sich im Fall keine Aussagen. Da müsste man noch mal genauer nachfragen. Die Legasthenie würde eine genauere Überprüfung noch erfordern und müsste im Verlauf der Interventionen auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Die sechste Hypothese ist die Störung des Sozialverhaltens. Was dafür spricht, ist, dass der Johnny Konfliktverhalten in der Schule und im häuslichen Bereich zeigt, also in übergreifenden Situationen, dass der Beginn dieser Störung schon im Kindergartenalter war, dass die Aggressionen sich an Mitschüler und an Erwachsene richten, also auch personenübergreifend, dass er das unangemessene Verhalten in unterschiedlichen Situationen zeigt, also auch im Umgang mit seinen Schwestern und der Mutter
und dass er auch häufig zu spät zum Unterricht kommt. Diese Hypothese würde ich jetzt mal vorrangig annehmen, dass bei Johnny möglicherweise eine Störung des Sozialverhaltens mit dem frühen Beginn schon im Kleinkindalter vorliegt. Und deswegen würde ich meinen Fachinput zur Störung des Sozialverhaltens machen. Zur Störung des Sozialverhaltens ist zu sagen, dass es erstmal ein wiederholendes Muster an dissozialen, aggressiven und aufsässigen Verhalten definiert wird. Im Prinzip werden die altersgerechten Regeln, Erwartungen und Normen verletzt. Also der Schüler geht über die Regelsetzung hinaus. Die Symptomatik dauert in der Regel länger als 6 Monate. Und es gibt 2 Subtypen, nämlich den einen Subtyp, der in der frühen Kindheit beginnt, also im Lebensalter unter 10 Jahren, und der zweite Subtyp im Alter über 10 Jahren. Bei Johnny wäre es ein früher Beginn mit einem stabileren Verlauf und daher einer schwereren Therapierbarkeit. Die Störung des Sozialverhaltens kann sich auf den familiären Rahmen und die sozialen Bindungen auch beziehen. Es gibt eine Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigen Verhalten. Symptome hier wären eine geringe Frustrationstoleranz, impulsives Verhalten, Missachtung von Regeln und Anforderungen. Die Diagnose bei einer Störung des Sozialverhaltens wird immer vom Kinder- und Jugendpsychiater gestellt. Das könnte man mit der Mutter dann später auch in der Intervention besprechen. Und als Lehrkraft darf ich aber hier nur Beobachtungen mitteilen. Wichtig wäre noch, auf die Komorbiditäten einzugehen. Also Störungen des Sozialverhaltens haben häufig ADHS, Angststörungen und Depression als Komorbidität. Und eine Störung des Sozialverhaltens tritt häufiger bei Jungen als bei Mädchen auf. Für den Johnny ergeben sich mehrere Ziele, also ich habe das mal unterteilt in kurzfristige, mittelfristige Ziele und auch Beratungsaspekte für die Mutter. Kurzfristig würde ich natürlich darauf achten, dass die Unterrichtsstörungen, die der Johnny verursacht, reduziert werden, dass es dem Johnny besser gelingt, sich an die Regeln zu halten, dass die soziale Situation sich auch für den Johnny verbessert und dass die eigene Persönlichkeit wieder gestärkt wird, also eine Verbesserung der Selbstkompetenz. Mittelfristig würde ich mir die Rechtschreibproblematik auch nochmal anschauen und die Hausaufgabenproblematik. Das steht für mich jetzt nicht vorrangig im Fokus. Und die Mutter hat ja den Wunsch geäußert nach einer Regelbeschulung. Da wäre auf jeden Fall eine Beratung vonnöten und gegebenenfalls auch Elterngespräche in Bezug auch nochmal auf das Verhalten von Johnny. Wie schauen die Interventionen dazu aus? Auf schulischer Ebene geht es zunächst um die Reduzierung der Unterrichtsstörungen, der Regeleinhaltung und auch der Verbesserung der sozialen Situation. Ich würde erstmal meinen eigenen Unterricht überprüfen und gezielte Beobachtungen machen im Sinne von der pädagogischen Diagnostik. Ich schaue mal, wo, in welchen Situationen stört der Johnny, wann tritt das Störverhalten genau auf. Was macht der Johnny in der Situation? Wie stört er? Und was sind überhaupt auslösende Momente für das Störverhalten? Wenn ich das diagnostiziert habe, würde ich Einzelgespräche mit dem Johnny führen. Auch im Sinne vielleicht von Tür- und Angelgesprächen am Morgen, wenn der Schüler pünktlich ist und vielleicht kurz Zeit ist, dass ich ihn persönlich kurz anspreche. Schön, dass du da bist oder solche Sachen, einfach um den Johnny zu zeigen, ich nehme dich wahr, du bist hier, du bist angekommen. Für den Johnny ist es auch wichtig, eine gute Feedback-Kultur und kriterienorientiertes Feedback zu etablieren, gerade in Bezug auf sozial erwünschtes Verhalten, dass er da immer eine Rückmeldung auch bekommt, die sich gegebenenfalls auf ein Individualziel bezieht. Die Arbeit mit dem Individualziel halte ich beim Johnny für notwendig. Ich würde mit dem Johnny in einer ruhigen Stunde oder wenn die anderen Schüler beschäftigt sind, ein Individualziel erarbeiten.
Entweder hat jeder Schüler in der Klasse ein Individualziel oder die schwierigeren Schüler oder eben nur der Johnny als besondere Maßnahme. Wichtig ist es auch nochmal, das Token-System zu überprüfen, ob es passend für die Klasse ist und auch, ob es insbesondere passend für den Johnny ist. Für mich als Lehrerperson gilt es dann nochmal zu überprüfen, ob ich tatsächlich konsequent bin und transparent für den Johnny. Also sind dem Johnny die Konsequenzen für das Fehlverhalten bewusst? Habe ich einen Plan, was passiert, wenn der Johnny sich daneben benimmt? Das Verstärkersystem würde ich dahingehend nochmal überprüfen, ob ich ein Response-Cost-Verfahren nutze oder ein Token-System. Beide sind ja positive Verstärkungssysteme. Bei Response-Cost fängt der Johnny eben mit einem Kontingent an Punkten an, die bei unerwünschten Verhalten sich reduzieren, und beim Token-System wird das Kontingent aufgebaut. Da muss man auch nochmal schauen, auf was würde denn der Johnny genauer besser reagieren. Der Johnny hat ja viele Stärken, die würde ich einbeziehen, eben zur Verbesserung der sozialen Kompetenz und zur Stärkung seines Selbstwertgefühls. Er ist sprachlich sehr gewandt, also bei Gruppenarbeiten könnte man ihn beispielsweise als Präsentator einsetzen, oder er könnte in Mathematik beispielsweise eine Helferposition für einen schwächeren Schüler, mit dem er vielleicht auch sozial gut zurechtkommt. Und den Aspekt seiner Stärken würde ich auf jeden Fall bei meinen ganzen kooperativen Lernformen mit berücksichtigen. Eine Maßnahme, die ich mir vorstellen kann, ist ein Soziogramm auch von der Klasse nochmal zu erstellen, um genau zu wissen, wo gibt es denn große Ablehnungen gegenüber dem Johnny, wo eher geringe, und wo gibt es gegebenenfalls sogar Zuneigung. Die unterrichtlichen Maßnahmen, zum Beispiel in Deutsch, würde ich vielleicht Sachtexte lesen, die aktuelle Problematiken beinhalten, also vielleicht auch so von Schülern, die Schwierigkeiten haben oder die sich gerade in der Pubertät befinden, die eigentlich so den Lebensweltbezug zu den Schülern herstellen. Da würde ich mal schauen, ob sich was anbietet, genauso in GBG. Und vielleicht kann ich in meinem Morgenkreis oder in freien Stunden auch kooperative Spiele und kooperative Lernformen noch mehr nutzen. Die mittelfristigen Maßnahmen brauchen eine längere Zeit für die Umsetzung. Die können natürlich auch zweigleisig geschehen, aber da würde ich auf jeden Fall die Lese-Rechtschreib-Problematik nochmal in den Fokus rücken. Gerade wenn die Mutter auch eine Regelbeschulung wünscht, dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, dem Johnny in Deutsch an der Regelschule eine Erleichterung zu ermöglichen. Da würde ich auf jeden Fall nochmal die ganzen sonderpädagogischen Maßnahmen nutzen, gerade im Rechtschreiben, die ja durch eine individuelle Unterstützung möglich sind. Zum Beispiel kann man ihm Lückentexte anbieten, man kann die Hausaufgaben anbieten, ich könnte kopierte Mitschriften der Mitschüler geben, er könnte seine Texte im freien Schreiben aufsprechen und dann vielleicht auch mit dem Computer abtippen. Genau. Aber jetzt genau in Bezug auf die Legasthenie würde ich erstmal eine qualitative Fehlerdiagnostik und machen, um zu schauen, wo ist denn der Fehlerschwerpunkt, kommt er denn in den unterdurchschnittlichen Bereich? Und nachdem über den Lesebereich nichts beschrieben ist in dem Fall, müsste man auf jeden Fall eine umfassende Diagnostik machen im Bereich Lesen und Schreiben. Vor allem dann, wenn der Wechsel an die Mittelschule angedacht wird. Die Diagnostik könnte vom Schulpsychologen durchgeführt werden. Da würde ich auf jeden Fall mit dem Beratungslehrer zunächst Kontakt aufnehmen und dann mit dem Schulpsychologen, würde das aber auch aufgreifen für die Beratung mit der Mutter, weil wenn die Mutter außerschulische Maßnahmen möchte, dann braucht es eben eine Bescheinigung vom Kinder- und Jugendpsychiater. Das wäre so mittelfristig, dass wir da nochmal genau schauen, wie können wir das angehen. Wenn der Übertritt an die Mittelschule angedacht ist, würde ich aber nicht nur bei der Lese- und Rechtschreibdiagnostik bleiben, sondern würde auch nochmal eine allgemeine Schulleistungsdiagnostik vom Beratungslehrer durchführen lassen oder selber meine Beobachtungen mit dazu nutzen und eine Intelligenzdiagnostik durchführen, wenn der Intelligenztest noch, also schon sehr weit zurückliegt. Die Hausaufgabenproblematik stellt ja auch eine Problematik beim Johnny dar.
Da würde ich mal schauen, dass ich auf jeden Fall die Hausaufgaben entlaste, dahingehend, dass er nicht so viel schreiben muss, sondern dass man vielleicht andere Hausaufgabenformen findet, dass ich gegebenenfalls ein Belohnungssystem für Hausaufgaben mit dem Johnny etabliere und dass ich auch nochmal die Lernstrategien von dem Johnny mir anschaue, wie macht er denn die Hausaufgaben. Da könnte ich mir auch gut eine Zusammenarbeit mit dem Schulsozialarbeiter vorstellen, dass der Schulsozialarbeiter diese Problematik nochmal aufgreift, auch nochmal mit den ganzen sozialen Problemen und der ganzen Situation. Die Beratungsaspekte in Bezug auf den Johnny fürs Elterngespräch, die würde ich gegebenenfalls auch in einem Hausbesuch machen. Die Mutter ist Vollzeit berufstätig, die hat vielleicht nicht die Zeit, in die Sprechstunde zu kommen, dass ich da noch alternative Termine anbiete, eben zum Beispiel über Videokonferenz am Abend oder einen Hausbesuch oder eben die Zeit, wenn sie frei hat und da ganz gut kommen kann. In der Beratung ist es mir wichtig, die Mutter nochmal über die Legasthenie aufzuklären, also welche Folgen hat eine Legasthenie, was bedeutet es auch für das schulische Leistungssystem und ich würde die Mutter natürlich im Gespräch auch über sämtliche Inklusionsmaßnahmen aufklären, weil die Mutter ja den Schulwechsel an die Mittelschule sich vorstellen kann. Soweit erstmal meine Ausführungen zum Johnny. Gut, dann haben wir natürlich auch noch ein paar Fragen an Sie. Sie möchten das Selbstwertgefühl bzw. die Selbstwirksamkeit bei Johnny fördern. Wie kann denn so eine positive Lernstruktur für den Johnny dabei aussehen? Ja, also da würde ich den Teufelskreis von Beetz Breuninger hernehmen. Der Teufelskreis von Beetz Breuninger, der beschreibt die Entstehung von einer Lernstörung. Da ist auch das Selbstwertgefühl mit betroffen, aber ist auch gut für die Erklärung von Problemen im sozial-emotionalen Bereich. Der Johnny, der befindet sich in einem Kreislauf zwischen Umwelt, Schüler und Leistung. Und innerhalb des Kreislaufs gibt es nochmal drei besondere Kreisläufe, nämlich den sozialen Kreislauf, der besteht zwischen Johnny und der Umwelt, den innerpsychischen Kreislauf, der besteht zwischen Johnny und der Leistung und den pädagogischen Kreislauf, der besteht zwischen der Umwelt und der Leistung. Wichtig ist es, dass die Umwelt, also Lehrer, Schüler, die Klasse dem Johnny was zutrauen und ihn ermutigen, also auch bei schlechten Leistungen nicht die Hoffnung verlieren, sondern einfach positiv auf den Johnny reagieren. Das führt dazu, dass der Johnny Vertrauen entwickelt und dann natürlich auch positivere Verhaltensweisen zeigt. In Bezug auf die Leistung wäre es wichtig, dass die Lehrer und Eltern keine überzogenen Erwartungen an den Johnny stellen und die Lehrerin einfach ihre Unterrichtsmethoden nochmal überprüft und passende Unterrichtsmethoden auswählt, die für die Klasse und für das soziale Gefüge passen und natürlich dem Johnny Hilfestellungen gibt. Die Konsequenz daraus ist wieder, dass der Johnny sich als erfolgreich erlebt, die Anstrengungsbereitschaft erhöht und dies gegebenenfalls dann in seinem innerpsychischen Kreislauf zu einer Verbesserung der Leistung führen kann. Sie haben ja auch Legasthenie angesprochen. Welche Maßnahmen kennen Sie denn bei einer bestehenden Legasthenie? Und vielleicht sagen Sie auch kurz was dazu, welche Auswirkungen das auf den schulischen Bereich hat. Die Legasthenie, die wird vom Kinder- und Jugendpsychiater diagnostiziert oder vom Schulpsychologen. Das hängt davon ab, wie das gehandelt wird. Der Unterschied ist, dass wenn eine außerschulische Förderung beantragt wird, auf jeden Fall ein Attest vom Kinder- und Jugendpsychiater vorliegen muss. Dazu ist es nicht ausreichend, dass der Schulpsychologe die Legasthenie festgestellt hat. Wenn jetzt ein Schüler Legasthenie hat, bedeutet es, dass die Intelligenz im normalen Bereich liegt und dass es eine T-Wert-Diskrepanz nach der ICD-10 zum Lesen und Rechtschreiben gibt. Das wäre beim Johnny vermutlich der Fall. Wenn dann ein Legasthenie-Bescheid oder ein Nachteilsausgleich ausgestellt wird, dann gibt es
drei unterschiedliche Formen. Es gibt den Notenschutz, es gibt den Nachteilsausgleich und es gibt die individuelle Unterstützung. Alles ist geregelt in der Bayerischen Schulordnung. Die individuelle Unterstützung und der Nachteilsausgleich, die haben keine Zeugnisbemerkung zur Folge, nur der Notenschutz hat eine Zeugnisbemerkung zur Folge. Wenn jetzt Notenschutz wäre, dann ist auf jeden Fall so, dass der Kern der Leistung betroffen wird, weil dann nämlich auf einen Teil der Leistung verzichtet wird, zum Beispiel die schriftliche Leistung in Englisch oder die schriftliche Leistung in Deutsch. Beim Nachteilsausgleich werden nur Sachen zur Verfügung gestellt, die den Nachteil ausgleichen, also wie eine Zeitverlängerung oder das Vorlesen von Aufgabenstellungen, die aber keinen Einfluss auf den Bereich der Leistung, auf den Kern der Leistung haben. Und die individuelle Unterstützung, das sind Maßnahmen, die wir eigentlich im sonderpädagogischen Kontext annehmen. Sie haben noch gefragt, wie ist das, wie wirkt sich das schulisch aus? Bei uns an der Förderschule ist es eher so, die Schüler bekommen keine Noten. Da ist abzuwägen, ob tatsächlich ein Notenschutz ob das notwendig ist oder ob ein Nachteilsausgleich ausreicht. Wenn der Johnny an die Regelschule wechseln will, muss man auf jeden Fall drüber nachdenken, ob ein Notenschutz Sinn macht, eben um dort quasi die Motivation, er hat ja ein eher negatives Selbstwertgefühl, um ihn dort auch gut ankommen zu lassen und nicht gleich wieder in die Frustration laufen zu lassen. Die Mutter wünscht ja eine Regelbeschulung. Welche Möglichkeiten könnte man denn da der Mutter aufzeigen? Ja, also da geht es um die inklusiven Beschulungsmaßnahmen. Inklusive Beschulung ist ja Aufgabe aller Schularten. Das ist im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz geregelt. Wenn die Mutter den Wunsch hat, dann kann der Johnny natürlich an die Regelschule überwechseln, in dem Fall an die Mittelschule. Da gibt es jetzt ganz verschiedene Möglichkeiten. Der Johnny könnte beispielsweise eine Kooperationsklasse besuchen an der Mittelschule, wenn es die denn dort gibt. Eine Kooperationsklasse bedeutet, dass in der Klasse 3 bis 5 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind und diese Schüler werden vom MSD betreut. Sie werden aber ganz normal nach dem Lehrplan der Mittelschule unterrichtet und auch die Leistungen werden erhoben. Der Johnny könnte nur mit Unterstützung des MSDs an die Mittelschule wechseln, wenn es keine Kooperationsklasse gibt. Das heißt, der Johnny wechselt an die Mittelschule, die Mittelschule stellt einen Antrag auf MSD-Unterstützung und der MSD würde den Johnny, wenn er eben noch Probleme im sozial-emotionalen Bereich zeigt oder Störungen im Unterricht oder Störungen in der Leistung, würde da unterstützen, gegebenenfalls diagnostisch tätig werden. In dem Fall wäre es auch möglich, dass der MSD sozial-emotional mit hinzugezogen wird, wenn eben der Schwerpunkt eher auf dem sozial-emotionalen liegt. Der Johnny könnte auch eine Schule zur Erziehungshilfe gegebenenfalls wechseln, wenn die Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Bereich so hoch sind, dass der sonderpädagogische Förderbedarf ausreicht, um eine Schule zur Erziehungshilfe zu besuchen. Da wäre dann auch ein Ganztagesangebot für den Johnny gegebenenfalls möglich, würde aber bedeuten, dass man noch andere Stellen mit dazu nehmen muss und dass der MSD auf jeden Fall den sonderpädagogischen Förderbedarf da erheben müsste. Der Johnny könnte auch, wenn es das gäbe hier, aber soweit ich weiß, gibt es das in Mittelfranken im Moment nicht, eine Tandemklasse besuchen, wo Schüler der Mittelschule und Schüler des Förderzentrums gemeinsam unterrichtet werden. Das ist eine Möglichkeit der inklusiven Beschulung, die ist in Artikel 31 geregelt, aber ist momentan in Mittelfranken eben nicht vorhanden.
Ich würde gerne nochmal einen Rückgriff auf die häusliche Situation des Schülers machen. Die ist ja, wie wir gehört haben, sehr schwierig. Welche Beratungsaspekte wären Ihnen denn an dieser Stelle wichtig? Ja, also die Mutter, die scheint sich in einer Überforderungssituation auch zu befinden mit den drei Kindern. Das geht nicht eindeutig aus dem Text hervor. Ich würde auf jeden Fall nochmal die Situation der Mutter genauer erfragen, wie das so für sie ist, ob sie denn gegebenenfalls außerschulische Hilfen schon annimmt. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, eine Familienhilfe zu integrieren oder auch für den John einen Ganztagesplatz zu organisieren, falls er das noch nicht hat. Ich würde auch nochmal vielleicht auch die Möglichkeit von therapeutischen Angeboten ansprechen, wenn sich das ergibt. Gerade so in Bezug auf die Problematik von dem Johnny, die Legasthenie, das ist wahrscheinlich das Geringere, um einzusteigen und die Mutter dafür zu sensibilisieren, als mit einer Störung des Sozialverhaltens zum Psychiater zu gehen, zum Kinder- und Jugendpsychiater. Ja, und würde nochmal die Situation auch mit dem Vater aufgreifen, wenn sich die Möglichkeit ergeben würde. Ich würde noch mal in den Unterricht gehen. Sie haben die Arbeit mit Individualzielen angesprochen. Können Sie vielleicht hierzu noch ein paar wichtige Kriterien für die Erstellung von so einem Individualziel erläutern? Und auch vielleicht ganz konkret, wie könnte denn ein Individualziel für den Johnny aussehen? Okay, ja, ein Individualziel muss auf jeden Fall so formuliert sein, dass der Schüler mit Sprache hat bei der Erstellung des Individualziels, weil er wird es nur umsetzen, wenn er selber beteiligt ist und wenn er auch einsichtig ist, dass das Ziel für ihn passend ist. Insofern würde ich mir da Zeit nehmen, einfach mal überlegen mit dem Johnny, was könnte denn ein Ziel sein? Und das Ziel würde ich dann aber an die Kriterien SMART orientieren, also dass es spezifisch ist, dass es messbar ist, dass es attraktiv ist für den Johnny, dass er weiß, es ist realisierbar, also er kann es auch umsetzen und dass es für einen bestimmten Zeitraum gilt. Das wären so Kriterien, die ich an das Individualziel stelle und dass das Ziel eben sehr konkret ist. Wenn ich jetzt mal so nachdenke, was könnte ein Ziel sein für den Johnny? Zum Beispiel, er läuft ja viel herum, er steht auf, da könnte ich mir vorstellen, dass wir das so formulieren, ich bleibe in der Arbeitszeit an meinem Platz sitzen, melde mich und warte, bis der Lehrer kommt. Gut, Sie haben es geschafft, Frau Taran. Danke.